Hallo Freunde, heute habe ich einen sehr knackigen Gurkensalat für euch. Vielleicht nennt man das auch Beilage, ich bin mir nicht sicher. Sehr, sehr köstlich. Die Gurken werden, schaut mal, erstmal in die Hälften geschnitten und dann werde ich jetzt jede Hälfte nochmal in drei Teile schneiden. So brauchen wir die. Dill wird auch ganz, ganz fein geschnitten. So, die schmeiße ich dann weg. Ich gebe dazu zwei Knoblauchzehen. So. Ich gebe dazu Salz. Zucker, einen Esslöffel. Das muss man unbedingt machen. Das gibt dem Ganzen so einen sehr, sehr leckeren Geschmack, dieser Zucker. Apfelessig, zwei Esslöffel. Drei Esslöffel Pflanzenöl. Pfeffer, schwarz gemahlen, halben Teelöffel. Gut umrühren. Und dann lassen wir das mindestens 15 Minuten ziehen und am besten eine Stunde. Und dann kann man das genießen. Sehr köstliche, leckere, knackige Beilage zu Nudeln, zu Kartoffeln, zum Fleisch, zum Fisch, zu allem. Einfach nur unglaublich köstlich. Hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben, um keine weiteren köstlichen Videos zu verpassen. Abonniert bitte meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Eure Xenia.